Willkommen zu meinem zweiten Vlog, direkt hier von der Rennstrecke vom Lausitzring. Wir starten mit unserem Porsche Cayman GT4 CS, den ihr ja schon kennt aus unserem letzten Video. Neben mir ist Veit, der mit mir dieses Wochenende den Porsche Cayman GT4 von Aaron Vision STS fährt und gleichzeitig ist er auch unser Teamchef, aber den kennt ihr ja schon aus dem ersten Video. Wir gelten, denke ich, als Underdog mit dem Cayman, hatten heute auch kein ganz so einfaches Spiel im Qualifying. Aber Veit, was haben wir denn so geplant, um im Rennen nochmal richtig Gas zu geben und nach vorne zu kommen? Es war ja heute eigentlich ein sehr ereignisreicher Tag. Wir haben ja heute ein paar freie Trainingssessions gehabt, wo wir schon mal ein bisschen ausprobieren, mal rantasten an die Strecke. Es ist halt für ja, gerade dich und den Julian ja, eine neue Strecke, die ihr so mitnehmt mit dem Auto. Ich denke, auch wenn das jetzt ein Jahr, wir sind ja ein bisschen verzögert gestartet aus Corona-technischen Gründen, da jetzt mal wieder reinzukommen, richtig in so ein Rennwochenende, da braucht man halt auch ein bisschen freies Training, um da reinzukommen. Ja. Schon ein bisschen Analyse betrieben. Und das Ganze mündete dann halt heute ja, ins Qualifying. Und das ist jetzt abgeschlossen. Wir haben gesehen, die Früchte hängen hoch in der Klasse. Wir hatten noch ein bisschen Pech, muss man auch dazu sagen. Also wir hätten sicherlich mit einer freien Runde noch ein bisschen nach vorne kommen können. Aber so ist das halt. Ja. Nichtsdestotrotz, eine halbe Stunde Qualifying. Im Endeffekt ist es so, zwischen uns, Gesamtsiebter und dem Spitzenreiter ganz vorne, liegen am Ende in der Startaufstellung keine 50 Meter. Das heißt, das Ergebnis jetzt ist nur ein Steinwurf weit entfernt. Bei einem 3-Stunden-Rennen kommt es auf andere Dinge an. Ja. Ich glaube auch, es wird ganz schön spannend morgen, auch über die ganzen 3 Stunden, da kann mega viel passieren. Es sind über 50 Autos im Feld, also da kann immer mal jemand ausfallen, das ist was Unvorgesehenes, kann passieren. Ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir konstant die Pace hochhalten, das Bestmögliche aus uns und dem Fahrzeug rausholen über die Zeit. Wir haben den Race Navigator mit drin, der versorgt uns mit Live-Daten. Arbeiten wirklich hart noch heute Abend, schauen uns noch ein bisschen die Daten an, was wir noch optimieren können an unserer Fahrperformance. Und dann drücken wir die Daumen, dass morgen beim Rennen das richtig gut läuft, wir noch ein Quäntchen Glück haben und uns hoffentlich das Podium erreichen. Das wäre mein großes Ziel für morgen. Ich gebe alles dafür, hoffentlich ja, passt dann alles morgen. Ja, das wird auf jeden Fall eine harte Aufgabe. Die Konkurrenz ist stark und auch, wie du schon gesagt hast, sehr erfahren. Auch mit Jungs und einem Auto besetzt, was hier schon lange, lange in der NDS unterwegs ist, die selber hier auch schon Meister waren. In 2018 ist es auch ein TCA. Im Grunde sind wir eigentlich umgeben von Fronttrieblern. Ja. Wir haben noch einen Cayman bei uns in der Klasse, den konnten wir auch im Qualifying hinter uns halten. Also wir können zumindest sagen, wir haben zwar kein super Qualifying abgeliefert, aber wir waren bester Porsche. Sehr gut. Ja, cool. Dann gehen wir noch ein bisschen in den Truck Datenanalyse machen und sehen uns dann zum Rennstart.
Jetzt nehme ich eine Runde mit mir mit auf den Lausitzring. Wir bremsen bei ungefähr 100 Meter in Turn 1. Links, rechts die Schikane hier und wir jagen den 318T vor uns aus der kleinen Klasse. Wir halten uns extrem eng hier in dem Rechtsknick. Und ganz wichtig, hier eine Exit-Kurve, ganz, ganz lange gerade, die folgt möglichst früh ans Gas. Es geht sogar noch ein bisschen früher, aber wir sind vorsichtig, weil es natürlich auch ziemlich eng an die Mauer rausgeht und wir den BMW noch überholen müssen. Bremspunkt hinter den 100 Meter und links bis an die Reifenstapel innen ran. Und dann hier auch wieder eine Exit-Kurve. Wir bleiben lange, lange außen und dann später Scheitelpunkt und lassen uns dann hier raustragen bis an den Curb. Ihr seht, manche sind hier sogar ein bisschen weit rausgekommen. Dahinter ist wirklich Rallycross angesagt. Auch hier wieder extrem später Scheitelpunkt in der lassoförmigen Kurve. Es wäre sogar nochmal 20, 30 Meter später gegangen. Es ist echt irre, wie spät man in der Kurve bremsen kann. Und auch hier ist ein Exit wieder extrem wichtig, da eine lange Gerade folgt. Und wir überholen hier noch ein Fahrzeug aus einer niedrigeren Klasse. Bleiben ganz, ganz eng innen, um dann hier wieder gut raus zu beschleunigen. Und die letzte Passage hier, auch hier später Bremspunkt, später Scheitelpunkt. Möglichst weit außen bleiben, um hier Schwung zu holen für den längsten Teil der Strecke mit der kleinen Steilkurve. Wir überholen den BMW außen und beschleunigen voll durch zurück auf die Start- und Zielgerade. Ja, das war eine Runde auf dem Lausitzring. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Rennen ist vorbei, wir sind auf P4 ins Ziel gekommen. Mega krasser Fight am Ende. Es ging wirklich um Sekunden nach einem 3-Stunden-Rennen. Das ist schon heftig. Du hast nochmal alles gegeben, bist glaube ich auf der Rasierklinge gefahren in den letzten Metern. Generell das ganze Rennen vom Start an. Es war auch das erste Mal, dass Julian überhaupt ein Rennen in einem Tourenwagen oder in einem GT gefahren ist. Vorher aus dem Kart gekommen, wir haben viel trainiert und so weiter und so fort. Und ja, es war das erste Mal. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, das Ganze zu meistern. Das hat er gut gemacht, ja. Am Ende des Tages, so Resümee muss man auch über seine Stints sagen, Auto heil gelassen. Mich hat es leider am Ende selber getroffen, ja. Also ein Konkurrent oder einer aus einer anderen Klasse, ein Fahrzeug aus einer anderen Klasse, ein langsameres Fahrzeug hat dann die Tür zugeschmissen, ja. Und damit war die Chance passé, noch die letzten zwei Runden kämpfen zu können um den dritten Platz. Ja. Dein Stint, ihr habt beide eine super Leistung abgeliefert. Ihr habt, wer hätte erwartet, diese Rundenzeiten, wenn wir mal den Freitagmorgen betrachten, ja. Als wir hier angefangen haben im freien Training. Wir haben das Auto heile nach Hause gebracht, das ist nach 3 Stunden. Und so viel Unterschied, auch Geschwindigkeitsunterschied in den Fahrzeugen, keine Selbstverständlichkeit. Da gibt es in anderen Klassen ganz, ganz viel Kleinholz, was wir auch gesehen haben. Wir hatten auch eine Safety-Car-Phase, in der wir ein bisschen Pech hatten. Aber auch das gehört dazu. Also ein Rennen, so wie es halt verlaufen ist, ein bisschen der Renngurt war nicht ganz bei uns. Aber es war eine solide Leistung und das ist auf jeden Fall etwas, wo wir richtig gut drauf aufbauen können. Ja. Also auch Respekt an euch beide. Ihr habt einen super tollen Job gemacht. Wir haben hier gegen sehr erfahrene und professionelle Fahrer gekämpft und dafür haben wir uns, wie ich finde, mit P4 sehr gut geschlagen. Ja. Auch für mich war es eine coole Erfahrung, das erste Rennen mit dem Cayman GT4 und das nächste Rennen ist auf dem Sachsenring und dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Und ich denke, wenn wir an die Leistung anknüpfen können, sind wir da auf jeden Fall im Podium, Podiumsnähe, so wie heute schon, ne, wo es uns ganz knapp durch die Finger geklitten ist. Erstaunlich ist halt einfach zu sehen, dass nach 3 Stunden hinterher 3 oder 4 Sekunden die Entscheidung machen können, ob man halt vorne auf dem Podium steht, ja oder nein. Allerdings ist der Sachsenring an sich schon eine Herausforderung. Ja. Das ist so ein bisschen die Nordschleife des Ostens. Das heißt also, auch da müssen schnelle Steps kommen, schnell sich an die Strecke gewöhnen und dann wird das schon klappen. Ihr habt jetzt hier schon einen super Job gemacht, das war so ein bisschen das Aufwärmen und am Sachsenring gehen wir dann mal auf Podiumsjagd.